Also, wir sind angekommen hier im Zagreb. Ja, ich habe Markus, seinen Kollegen, getroffen. Tom, wie geht's? Ja, danke. Super. Wir gehen jetzt auf den größten Markt Kroatiens hier in Zagreb. Was werden wir denn dort finden? Also, der Markt heißt Dolac. Und das ist der größte Markt in Kroatien. Oben Obst und Gemüse. Später gehen wir dann runter, wo es dann die ganzen Fleisch und Fisch und Käse, die ganzen Bauern dann kommen mit ihren Frischprodukten. Da schauen wir uns alles an. Genau, im Hintergrund sehen wir den Dom. Drumherum sind wunderbare Restaurants. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir los. Ja. Super. Also es riecht hier so ein bisschen verdächtig. Komm, was ist da drin? Das ist der Fischmarkt von Zagreb. Also heute ist Montag, ist etwas weniger los als normalerweise, aber wir finden bestimmt was Schönes, Frisches. Auf jeden Fall. Klasse, super. Ja, dann gehen wir mal rein. So, Auswahl an frischen Fischen. Jawohl, jawohl. Was ist denn das für ein Fisch? Seeteufel, das ist ein kleine Mundfisch sind das. Also so schaut der Seeteufel aus, wenn er noch klein ist. Komm. Ja. Süß. Sehr, sehr klein. Lachse. Sompier. So, schauen wir mal, was wir da finden werden. Aha. Angelegte Anchovy. Also ich habe für der Dame gesagt, dass wir alle Köche sind und dass wir dann gleich Anchovies probieren. Was sagt man auf Deutsch? Sardellen. Sardellen. Ja. Genau. Nur die selber einlegen. Also ja, ein Stück Brot bekommen wir und eben nicht Sardellen. Anchovy ist so. Jetzt nimmt sich jeder ein Stück Brot. Schaut's mal hier. Lecker. Ja. Und, wie schmeckt das? Ja, aber echt super. Ja. So lecker habe ich noch nie gegessen. Hier ist dann unten der Fleischmarkt und in der ersten Reihe sind dann die ganzen sauren Sachen wie Sauerkraut und die ganzen eingelegten. Ah ja, die konservierten Sachen. Ja, genau. Da soll noch jemand sagen, dass Sauerkraut was typisch Deutsches wäre. Sauerkraut gibt es nämlich hier. In Hülle und Fülle. Kräftiges Treiben hier im Hauptplatz. Ja. Da war der Markt hinten. Jetzt gehen wir gleich zum nächsten Markt, wo Naturprodukte aus der ganzen Region kommen. Das war jetzt so eine Woche vom Ökotourismus. Ich finde es hier klasse, weil hier kommen die Bauern noch selbst vom Land rein, in den Markt von Zagreb. Man darf hier dann ganz leckeren Käse probieren. Ja, das machen wir jetzt.